Herzlich willkommen zu Whisky Experts. Wir haben heute eine Premiere für Sie. Wir sprechen nicht nur mit einer Person, sondern gleich mit einem ganzen Team, dem Team der Seven Seals Distilleries AG aus der Schweiz. Und auch das auch deshalb, weil die Innovation, die dieses Team in den Whisky bringt, ein bisschen mehr Einblick verlangt, ein bisschen mehr Hintergrundinformation, um das auch wirklich verstehen zu können. Das Team kann ich mal kurz vorstellen. Das ist der Dr. Dolf Stockhausen, der Erfinder und Mitinhaber der Seven Seals Distilleries AG. Schönen Tag. Der Chris Lauper, der CEO von Langatun und ebenfalls Mitinhaber der Seven Seals Distilleries AG. Dann haben wir den Reto Salfinger, der macht die Produktionsleitung und Entwicklung. Den Oliver Schneider, der verantwortlich ist für Marketing, Head of Sales and Marketing. Und last but not least die Patricia Haas. Sie macht Business Development für das Produkt und wird uns später auch noch einiges dazu erzählen können. Worum geht's? Es geht um, naja, kann man sagen, eine neue Art den Whisky zu finishen. Aber vielleicht, sehr geehrter Herr Dr. Stockhausen, sagen Sie uns einmal selber, wie würden Sie die Seven Seals Methode mit einem einzigen Satz beschreiben wollen? Ja, es ist ein Finishing-Verfahren, das bereits 3 Jahre im Fass vorgereifte Whiskys dann auf einen Reifegrad bringt, der analog zu einer Fasslagerung von 15 bis 20 Jahre ist. Der Whisky verliert Schärfe und er bekommt reiche Aromen, die er aus dem Holz saugt. Und das Holz kann natürlich auch präpariert sein, es kann nach Sherry schmecken, es kann nach Portwein schmecken, etc. All dies passiert in dieser Reifung. Wenn wir jetzt über diese Methode reden, dann kommt die ja nicht von irgendwoher, sondern die kommt auch ein bisschen aus ihrer Historie. Sie sind ja ein Whisky-Freund schon seit langer Zeit. Vielleicht erzählen Sie mal über sich, Ihren Werdegang und wie Sie zum Whisky gekommen sind. Ja, gerne. Ich habe bis 1999 in Deutschland gelebt, seitdem in Graz und seit 2011 in Nidwalden in der Schweiz und in Graz. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ich war 20 Jahre CEO eines Unternehmens der chemischen Industrie und war dort unter anderem für Forschung und Entwicklung zuständig. Der Superabsorber, unser größtes Produkt, ging um die Welt. So etwas ist heute in fast jeder Babywindel und jedem Inkontinenzartikel enthalten. Meine Familie und ich lieben Schottland. Wir haben dort 14 Mal hintereinander unsere Sommerferien verbracht. Da habe ich gelernt, Whisky zu lieben und zu verstehen. Und ich bin sogar Ehrenmitglied eines schottischen Rotary Clubs geworden. Mein Traum war schon immer, selbst Whisky herzustellen. Die ersten praktischen Überlegungen habe ich mit einem Freund, der pensioniertes Vorstandsmitglied der Brauunion Österreich ist, angestellt. Und ich habe vor verschiedenen Gremien seit 2005 regelmäßig Whisky-Vorträge und Tastings veranstaltet. Weil sich das herumgesprochen hatte, ich habe das auch hier gemacht, wurde ich 2016 von einem Nidwaldener Unternehmer angesprochen, ob ich mit dem Whisky produzieren wollte. Da war ich 72 und habe mal gerechnet. Ich wäre über 80 gewesen, wenn ich das erste Fass hätte öffnen können. Und das war mir zu spät. Ob ich das überhaupt überlebt hätte, wer weiß. Deswegen habe ich dann angefangen nachzudenken, wie kann man den ganzen Prozess schneller machen, ohne irgendetwas an der Qualität einzubüßen. Und dann hat sich alles von da entwickelt. Ja, über die Methode sprechen wir dann etwas später nochmal genauer. Aber es interessiert mich vor allem eines, Sie sind ja auch Mitbesitzer der Destillerie Langatun in der Schweiz. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, das kann ich natürlich erzählen. Nachdem ich also mein Verfahren ausgearbeitet hatte und in einer Reihe von Ländern zum Patent angemeldet hatte, da überlegte sich dann mein vermeintlicher Partner die Sache anders
und ließ mich ganz einfach sitzen. Zum Glück kam ich dann über eine rotarische Verbindung an die angesehene Distillerie Langerthun. Dort stieß ich zuerst auf große Skepsis, aber doch immerhin auf genug Interesse, um mit neuen Mustern auf der Basis von Langerthun-Destillaten nochmal wiederkommen zu dürfen. Dabei habe ich dann im Fasslager, wo wir weitere Proben ziehen wollten, Chris eine Art Heiratsantrag gemacht. Und er hat nicht Nein gesagt. Am nächsten Tag bekam ich dann ein in der Nacht verfasstes Mail von ihm, in dem er unsere Zusammenarbeit skizziert hatte. Das war die Geburtsstunde von Seven Seals. Der Name stammt übrigens von Chris. Und Seven Seals sollte eine Schwesterfirma von Langerthun sein, mit Zugriff auf deren Destillate, die eben das neue Verfahren praktizierte, während Langerthun weiter den bewährten und ja auch sehr erfolgreichen Weg mit der Fassreifung weitergehen würde. Und so kam es dann, dass ein gutes Jahr später meine Frau und ich an unserem Goldhochzeitstag auf unserem ersten Messestand beim Whisky-Schiff Zürich standen, um die Messebesucher zu begeistern, was vor allem ihr erstaunlich gut gelang. Im Mai 2019 gewannen wir dann in Luzern beim Swiss Whisky Award unsere ersten Preise. Alles das wäre ohne Chris nicht passiert. Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um ein bisschen mehr über Langerthun zu erfahren und vor allem über Chris Lauper. Ich glaube, Herr Lauper, Ihnen ist ja der Whisky auch nicht in die Wiege gelegt worden. Sie sind ja auch über Umwege dazugekommen. Erzählen Sie uns ein bisschen was davon. Da war sehr viel Umweg grundsätzlich. Also vom ehemaligen Elektromonteur über Rockmusiker und Skilehrer und so weiter. Und ja, das war so anfangs 2000, habe ich dann begonnen, mit dem ersten Online-Shop aufzusetzen, mit dem Partner damals, wo wir auch die größte Whisky-Bar der Welt hatten. Die gibt es immer noch. Nur sind wir keine Partner mehr. Und eigentlich seit also plus minus 2000 bin ich von morgens bis abends, Samstag und Sonntags, mit Whisky beschäftigt, die dann belangen. Und habe zuerst diese Handelsfirma aufgebaut und habe dann im Verlauf der Zeit den damaligen Gründer von Langerthun kennengelernt. Wir sind da Freunde geworden, hatten da ja, eine tolle Zeit und so. Und plötzlich hat er mir dann eben gesagt, ja, er habe ein Problem. Und ich gedacht, ui, der ist krank. Und dann sagte er, nein, nein, er sei nicht krank, einfach alt. Und aufgrund, dass das alles eigentlich gut angelaufen war damals, ja, wollte er, dass es, wäre er glücklich, dass es weitergeht und ob ich Interesse habe, damit einzusteigen. Ja, und gesagt, getan, durfte ich dann, das war im Jahr 2014, bin ich dann dazugestoßen. Und im 16 habe ich Anteile begonnen zu übernehmen. Und schon bald kam dann Dolph. Das war dann, wann war das, Dolph? 17, oder? Genau. Und im 17 kam Dolph dazu. Und dann dank natürlich Dolph logischerweise auch, der mich massiv unterstützt hat, konnten wir dann zusammen die ganze Chose übernehmen, was jetzt eigentlich dann Dolph und mir gehört. Aber Whisky seit 20 Jahren, ich sage jetzt mal von Fuß bis Kopf, ist das mein Leben. Ja, vielleicht kann uns der Herr Reto Salvinger noch was erzählen über die Destillerie selber, über die technischen Besonderheiten dort. Wie wird dort gearbeitet, wie viel wird produziert im Jahr? Vielleicht ein paar Einblicke dazu. Produziert wird auf dem Distillen hinter mir. Wir haben da die ganz große, das ist eine, also ganz groß, für uns ist das relativ groß. Für die schottischen Fans vielleicht nicht so wahnsinnig riesig, die 500 Liter. Die mittlere da ist so bei 250 Liter und die kleine ganz in der Ecke hinten hat 100 Liter. Begonnen hat man damals mit der mittleren, mit 240 wurde ergänzt mit der kleinen. Und da die für uns große, fette Brennblase, die Washstill, die ist erst seit August 19 in Betrieb. Also die Bedarfe wurden höher und wir mussten schauen, wie wir das bringen können, weil wir konnten schlicht zu wenig produzieren für den Bedarf, für den aktuellen Bedarf.
Und wir haben uns entschieden, eine Washstill zusätzliche zu installieren. Also da wird die zwei anderen, die kleinen, das sind dann die Spirit Stills, werden dann die Rohbrände zu Feinbrand gebrannt. Wie viel Liter produzieren Sie so im Jahr? Das ist sehr unterschiedlich, welche Materialien, Rohstoffe wir brennen. Die Ausbeute ist da nicht immer genau gleich, aber das ist zwischen 20.000 und 30.000 Liter ungefähr. Okay. Was würden Sie denn sagen, was so typisch ist für die Spirits von Langerthun? Was macht die besonders? Da würde ich wirklich auf die Qualität setzen. Also wenn wir schauen, wie langsam wir da brennen, das hat mich selber erstaunt, als wir in Schottland waren und die großen Rohre sahen, wie das da in richtigen, fast in Flüssen rauskam oder in Wasserfällen rauskam. Und bei uns ist das so ein Rinnsal, das den ganzen Tag da rauskommt. Und bei uns steht wirklich, und das ist wirklich ganz groß auf die Fahne geschrieben, die Qualität im Vordergrund, nicht die Wirtschaftlichkeit. Natürlich auch, da versuchen wir uns immer anzunähern, ist auch ganz wichtig, aber nie zu lassen der Qualität. Also es wird nicht hochgeschraubt und hochgefahren, dass wir möglichst viele Liter rausdrücken und die Qualität verlieren. Also die Qualität ist unser Lebensnerv und das nimmt einfach auch Einfluss. Also die Geschwindigkeit, die Stoffe, die da mitgehen, wenn man zu hoch fährt, die wollen wir nicht drin haben. Und das ist sicher eine Besonderheit, wo man sich auch, wenn man etwas in Rücklage ist, an der Nase nehmen muss und nicht raufschrauben sollte. Das braucht viel Selbstdisziplin, dass man sich an die Vorgaben hält. Genau. Die Spirits von Langerthun sind ja sozusagen die Basis für das, was die Seven Seals Distillery AG dann damit macht. Und das wäre eigentlich auch das Stichwort, dass wir uns jetzt mal dieses Verfahren, das der Herr Dolf Stockhausen entwickelt hat, genauer anschauen. Herr Stockhausen, können Sie uns vielleicht einmal ein bisschen was drüber erzählen und sozusagen das Buch mit den sieben Siegeln für uns ein bisschen öffnen, dass wir da einen gewissen Einblick bekommen? Ja, gerne. Bevor ich das allerdings tue, möchte ich noch eins hinzufügen zur Qualität der Destillate von Langerthun. Es wird auch auf die Rückführung des Vorlaufs verzichtet. Viele Destillerien machen das. Die geben Vorlauf wieder in die Maische zurück. Und das macht aus Qualitätsgründen Langerthun nicht. Also die Destillate von Langerthun, die sind wirklich glockenhell und wirklich ein wundervoller Ausgangsstoff, um daraus was wirklich Leckeres zu machen. Okay, also das Seven Seals Fast-Forward-Verfahren ist ein ganz auf der traditionellen Verfahrensweise basiertes, rein natürliches Verfahren zum Finishen von alkoholischen Getränken. Nicht nur Whisky, aber vorrangig Whisky. Es beruht auf fix erstem Diffusionsgesetz, nachdem die Wanderungsgeschwindigkeit von Stoffen zwischen verschiedenen Phasen, also von Holz nach Destillat und wieder zurück, von Oberfläche, Druck, Temperatur, Zeit und Konzentration der zu migrierenden Stoffe abhängt. Denn mir wurde klar, dass man die unangenehm lange Lagerzeit im Fass durch größere Oberfläche und höheres Angebot an Aromastoffen verkürzen könnte. An den anderen Stellschrauben, Druck und Temperatur, drehen wir nicht. Ich habe also dann das Fass dekonstruiert und auf die Bestandteile reduziert, die aktiv zum Finishing beitragen, wozu eben die Eisenringe nicht gehören. Chemisch hat sich gegenüber dem traditionellen Prozess genau nichts geändert. Unerwünschte Inhaltsstoffe des Destillats ziehen ins Holz und dieselben Aromastoffe wie im Fass ziehen aus dem Holz ins Destillat. Und das Ergebnis ist identisch, auch analytisch identisch. Wir starten also in der Regel, das wurde schon gesagt, mit einem dreijährigen Destillat und bringen es dann mit unserem Prozess auf einen Reifegrad, der analog 15 bis 20 Jahren im Fass ist. Entstehen da sehr milde, sehr aromareiche Single Malt Whiskys, die sich in Blindverkostung nicht von
solchen unterscheiden, die die fünffache Lagerzeit im Fass verbracht haben. Und damit haben wir auch viele Auszeichnungen gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich das ausführen soll. Das ist eine relativ lange Liste. Ja, sagen wir mal, die wichtigsten wäre vielleicht ganz interessant. Okay, ja, ich nenne jetzt mal nicht alle. Gold und Silber sowie den Titel des Category Winners beim World Whisky Award in London 2020, Silber beim Concours Mondial de Bruxelles 2019, Gold und zweimal Silber beim Swiss Whisky Award 2020, 94,5 Punkte in Jim Murray's Whisky Bible und Prädikat Gold Liquor, schließlich 2021 bei den China Wine and Spirits Awards zweimal Doppelgold und einmal Silber, sowie den Titel, und das ist wirklich was Großes, Whisky of the Year, dann viermal Gold und einmal Silber beim Wizards of Whisky World Whisky Award, wobei wir den zweiten Rang in der Reihe der besten kontinentaleuropäischen Destillerien einnehmen konnten. Und eben jetzt zuletzt, auch in Österreich, zweimal Gold und einmal Silber mit dem punktbesten Whisky im Wettbewerb beim World Spirits Award in Wien. Die Königsklasse bei diesen ganzen Bewerben sind ja die Blindverkostungen, wo niemand weiß, was er im Glas hat. Waren da solche auch dabei? Ja, nur. Ja, und unsere Chancen sind auch ganz besonders groß in Blindverkostungen, wenn die Juroren nicht wissen, was sie im Glas haben. Dann sind nämlich die allfälligen Vorurteile aus dem Spiel. Immer dann, wenn bei den Verkostungen die Leute wissen, dass das was ist, was nach einem anderen Verfahren gemacht worden ist, dann denken sie so lange nach, bis ihnen irgendwelche Kinkerlitzchen auffallen, die nicht in Ordnung sind. Das kann man ganz genau sehen. Also immer, wenn wir es schaffen, in den Mund von Leuten zu gelangen, ohne dass die wissen, was es ist und wie es gemacht ist, dann gewinnen wir. Also die Blindverkostungen sind für uns das A und O, weil die Vorurteile aus dem Weg sind. Weil Sie sagen Vorteile, das ist ja ein Schicksal, dass die Methode mit wahrscheinlich vielen anderen Innovationen, die etwas verändern, teilt, dass denen zumindest mal mit Skepsis begegnet wird. Ja. Ist verständlich menschlich und natürlich auch nicht Schlimmes. Und was sagen Sie den Leuten, die mit diesen, die zum Beispiel sagen, das ist ja gar kein Whisky mehr? Ja, das kann man ja nicht sagen, denn wir sind ja schon Whisky, wenn wir damit anfangen überhaupt. Okay. Wir sind ja schon 3 Jahre im Fass gewesen. Also das kann man ja nicht mehr aberkennen. Und wir tun dann eben nur ein Finish dran, der eben den Geschmack noch entscheidend verbessert. Das Verfahren ist übrigens genauso gut für Gin, Rum und Edelbrände geeignet und wird auch praktiziert. Und bei Rum zum Beispiel gehe ich natürlich von New Make aus, weil es da solche Vorschriften nicht gibt. Und da kommen erstklassige Rums raus, die, wie Reto wohl weiß, jetzt in den nächsten Tagen auch, so viel ich weiß, auf den Markt kommen werden. Da vielleicht noch eine Frage an den Herrn Salfinger, den Reto Salfinger. Gibt es da eine spezielle Art und Weise, wie destilliert wird für diese Methode? Oder ist das ganz normaler Whisky, der einfach so gebrannt wird, wie er für Langertung gebrannt wird? Es ist ganz wichtig, dass wir für diese zwei Firmen die Synergien nutzen können. Aber es gibt einen ganz klaren Split. Also der Rohstoff, das Material, die Brennmethode ist dieselbe. Also da kommt der Feinbrand raus in der gewohnten Qualität und wird entsprechend im Fass gelagert. Aber da kommt bereits der erste Split. Das heißt, da trennen sich die Wege dann von der Methode. Wenn wir bei Langertun ein frisch entleertes Fass einsetzen, wird bei Seven Seals dann ein bereits gebrauchtes Fass, vielleicht 3- oder 4-mal gebrauchtes Fass eingesetzt. Der Eigengeschmack, also es muss Geschmack haben, es muss Charakter haben, aber trotzdem neutral, ist noch schwierig zu beschreiben. Es hat nach den 3 Jahren einen ganz bestimmten Geschmack, es darf nicht zu stark Geschmack nach einem bestimmten Wein haben, weil das wollen wir dann mit dem Verfahren erreichen. Und bei Langertun ist das gerade anders, da soll er dann in diese Richtung wie das Fass gehen schon. Das heißt, Weinfässer zum Beispiel sind für die Seven Seals Methode ein No-Go?
Das sind auch Weinfässer, aber Ja. bereits gebrauchte natürlich. Okay. Ausgelaugte bereits, solche, die nicht mehr so viel Charakter haben, weil sie schon eine gewisse Zeit gelagert wurden. Und dann kommt die Synergie eigentlich unmittelbar dann wieder, weil wir es am selben Ort lagern. Wir haben Lager und dann können wir auch die Lagerstätte können wir zusammen nutzen. Und nach 3 Jahren kann man das Destillat dann einsetzen mit dem entsprechenden Charakter, ganz genau. Und die Fassauswahl ist vielleicht bei Langathun dann etwas diverser, weil wir haben ganz klare Vorgaben bei Seven Seals, welche Fässer wir einsetzen möchten, wie Sherry oder Port etc. Vielleicht frage ich dann mal gleich den Herrn Oliver Schneider, der Head of Sales and Marketing ist. Was gibt es denn für Abfüllungen von Seven Seals momentan auf dem Markt? Abfüllungen haben wir zurzeit 6 bis 7 verschiedene, muss man so sagen. Was aber ganz wichtig ist, wir haben eine Core-Linie, eine Grundlinie, die aufgebaut ist. Ich nenne das auch immer eine Art Formel, eine 3 plus 1 Formel. Und zwar, warum? Da geht es darum, dass wir eigentlich aufzeigen, mit dem ersten Whisky, ich nehme den mal schnell in die Hand. Das wäre ein Sherry Wood Finish, ein Seven Seals Sherry Wood Finish mit 46 Volumenprozent. Hier geht es darum, ganz klar, dass das Aroma im Vordergrund steht, und zwar nur Aroma Frucht. Beim zweiten, den wir haben, vom Aufbau her jetzt erklärt, das wäre dann ein Port Wood Finish. Der Port Wood Finish, da geht es auch um Aroma, aber ganz minim begleitet durch eine Torfrauchnote, die aber schön im Hintergrund spielen soll, und dann mit einem Peated Port Finish, wo man dann ganz klar aufzeigt, die Ausgewogenheit zwischen Torfrauch und der Aromatik, die dazugehört. Und zusätzlich haben wir dann einen vierten in Fassstärke, das wäre dann ein Double Wood Finish, wo aber ganz klar der Torfrauchgeschmack im Vordergrund steht. Ich nenne das immer, das ist dann wirklich nur Torfrauch, Holz mit ganz einer minimen Süße. So bauen wir das auf, und so hat es eigentlich für jedermann einen Geschmack, wo er findet. Das nimmt dann auch meine nächste Frage gleich vorweg. Das heißt, die Methode ist für torfige Whiskys genauso geeignet wie für nicht torfige. Absolut. Verändert sich was im Torfgeschmack durch die Methode? Wird der anders? Wird der spezieller? Oder ist es so, wie wir ihn von anderen torfigen Whiskys kennen? Also es ist sicher nicht der schottische Torfrauchgeschmack, können wir aber grundsätzlich machen, aber ist jetzt nicht unbedingt gewollt. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass unsere Whiskys auch darum speziell jetzt der Double Wood hier in jedem Blindtestings nicht groß unterschieden wird zwischen einem schottischen oder sonst irgendeinem anderen torfrauchigen Whisky. Was aber jetzt von den Feedbacks her immer herauskommt, ist ganz klar einfach, dass sie milder und filigraner sind. Und dass sicher der langanhaltende Abgang, also der bleibt richtig lange sitzen. So, das ist eigentlich vom Feedback. Aber sonst, Blind-Tastings merkt man jetzt von diesen 4 Whiskys eigentlich nicht, dass es was anderes ist. Herr Stockhausen. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Natürlich. Ich kann den Torfcharakter sehr stark beeinflussen. Und zwar je nachdem, was ich für Holz einsetze. Wenn ich nur mit amerikanischem Holz arbeite, ich arbeite immer mit 2 verschiedenen Hölzern. Wenn die beide amerikanisch sind, dann entsteht etwas, was sehr weich, sehr rund, sehr, sehr füllig, sehr liebenswürdig ist. Wenn ich aber in der zweiten Stufe, in der zweiten Finish-Stufe, französisches Holz einsetze, dann kommt so etwas Dreckiges da hinein, was ja auch manche gerne am rauchigen Whisky haben. Und wenn ich dann vorwiegend mit Französischem arbeite, dann kommt wirklich was daraus, was sich so in nicht ganz, aber doch in Richtung Octomore bewegt. Also Okay. ich kann ganz stark den Charakter beeinflussen, je nachdem, welcher Hölzer ich benutze beim Finishen. Im Grunde genommen läuft das ja dann so ab, wie es beim normalen Finishing auch abläuft.
dass man sich überlegt, welche Fässer nimmt man, welche Holztypen nimmt man. Ja. Nur Sie machen es in einer Art und Weise, die halt viel schneller geht. Ja, ja, ich sage ja, das ist das traditionelle Verfahren. Es ist nur durch physikalische Parameter eben laufen viel mehr Vorgänge simultan ab, die sonst hintereinander ablaufen. Aber vom Wesen her, von dem, was stofflich, chemisch passiert, ist es das traditionelle Verfahren eigentlich ohne Veränderungen. Das heißt, es ist etwas Physikalisches und nichts Chemisches, oder? Der Unterschied, ja. Es ist Oberfläche und wir bieten halt wesentlich mehr Aromastoffe auf einmal. Okay. Das liegt daran, dass wir eben das Holz optimal behandeln mit optimalen Temperaturen. Es geht ja um eine Temperaturbehandlung. Und diese Temperaturen sind eben optimal für die Bildung der erwünschten Aromastoffe. Holzzucker, Vanillin, Guayacol, die bilden sich bei einer bestimmten niedrigen Temperatur. Und diese Temperatur ist viel niedriger als die, bei der Fässer ausgeflammt werden. Da bilden sich auch Aromastoffe, aber viel weniger. Wir züchten die sozusagen, aber es ist alles natürlich. Es sind Aromen, die entstehen aus der Thermobehandlung von Phenolaten, die natürlich im Holz vorhanden sind. Ich habe jetzt noch eine Frage an die Frau Patricia Haas. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Verfahren, das Sie da haben, ja auch für andere Destillerien interessant sein würde. Ist es so, dass Sie das Verfahren für sich behalten oder bieten Sie das auch anderen Destillerien an, um als Lizenz oder irgendwas? Geht es Ihnen darum, Ihren eigenen Whisky so zu machen oder wie sieht das aus? Ja, Herr Rems, Sie haben es schon angesprochen. Wir haben irgendwo den Nagel auf den Kopf getroffen mit diesem Verfahren, weil die Whisky-Industrie von Natur aus einfach eine sehr kapitalintensive Branche ist. Das heißt, die Natur, dass der Whisky natürlich mindestens 3 Jahre im Fass liegen muss, bedeutet, dass in der Zeit kein Kapital generiert werden kann, außer man produziert jetzt beispielsweise Wodka oder Gin nebenbei. Und es bietet natürlich auch, je nachdem wie etabliert die Destillerie ist, irgendwann nicht mehr so viele Variationen. Die Konsumenten können teilweise herausschmecken, woher eben der Whisky kommt. Und das ist ja eben auch das Spannende daran. Aber unser Potenzial für das Verfahren, das haben wir Fast Forward Maturation getauft, weil das eben genau der Prozess ist, den wir machen. Wir beschleunigen irgendwo die Reifung und das Finishing mit dieser ganz speziellen Methode. Und wir haben zu Beginn eben mit Seven Seals Whisky unserem Proof of Concept zeigen können, dass es funktioniert auf der einen Seite, dass es von den Konsumenten angenommen wird, aber auch, dass wir es skalieren können. Also unser Ziel ist wirklich, dass eines Tages, ich sage jetzt mal, jeder Whisky, der nicht aus dem Hause von einem großen Konzern kommt, mit unserem Verfahren veredelt wurde. Und wir sind im Moment wirklich auf dem richtigen Weg dorthin. Wir haben bereits den ersten Lizenznehmer und wir haben wirklich eine sehr gute Anzahl an weiteren Destillerien, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Also wirklich sehr junge Destillerien, die einfach wissen wollen, wie ihre Produkte in der Zukunft schmecken könnten, was sie überhaupt für Variationsmöglichkeiten haben. Aber auch Destillerien, die zusammen schon hunderte Jahre von Erfahrung durch Brennmeister mit an Bord haben und eben ihr Portfolio ein bisschen erneuern und innovativer ausstatten wollen. Um es zu verstehen, das Produkt, der Whisky bleibt auch danach noch Whisky, das heißt, er darf sich auch Whisky nennen, wenn er nach dieser Methode produziert worden ist? Ja. Ja, genau. Also das ist eben das Schöne an unserem Verfahren. Dolf hat es bereits mehrfach genannt. Es ist natürlich, es ist ein nachhaltiges Verfahren und aus diesem Grund dürfen sich unsere Produkte Whisky nennen. Ich möchte vor allem auf die Nachhaltigkeit unseres Verfahrens hinweisen. Auf das sind wir sehr stolz. Unser Rohstoff, das sind nämlich Holzabfälle aus der Fassherstellung, die ja sehr abfallträchtig ist. Oder geschredderte Bohlen unbrauchbar gewordener Fässer. Zweimal wird das beim Finishen gebrauchte Holz wieder aufgearbeitet. Jedes Mal mit einem anderen interessanten Aromaprofil.
Und danach ist das, was dann noch da ist, ein begehrtes Mittel zum Räuchern von Fisch, Fleisch oder Käse oder auch ein guter Bodenverbesserer für das Rosenbeet. Also, was bereits Abfall war, wird viermal nützlich und verschwindet dann, ohne selbst Abfall zu hinterlassen. So nachhaltiger geht es eigentlich nicht. Seven Seals wird wahrscheinlich jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich und in Deutschland erhältlich sein. Seid ihr auch auf Messen dann wieder vertreten, wenn es mal soweit ist? Wo kann man euch kennenlernen, geschmacklich? Also, weiß nicht, wer anfangen will, aber natürlich werden wir, sobald der bekannte Virus abschwächt und in allen Ländern alles sich ein wieder normalisiert und öffnet, natürlich möchten wir uns auf Messen präsentieren und den Leuten die Möglichkeit geben, unsere Produkte zu versuchen und zu probieren, die Vielfalt, die wir eben auch hinbekommen, die verschiedenen Geschmäcker zu zeigen. Weil das muss man eben im Gaumen spüren. Es ist immer alles schwierig per Worte und oder beizubringen. Man muss das im Mund haben, dann weiß man, um was es geht. Ganz klar. Also das wird das Ziel sein. Sicher im Dachraum, wer weiß, vielleicht auch ein wenig weiter. Aber Deutschland, Österreich, Schweiz wird auf alle Fälle, werden wir schauen, dass wir so viel wie möglich in Messen, auch sonstigen Events. Wir haben in der Schweiz Whisky-Züge, wo man Essen und Whisky probieren darf. Also wir werden da schon so viel wie möglich draußen sein, sagen wir so. Und ansonsten bis dahin einfach beim Händler nachfragen nach Seven Seals Whisky. Absolut. Ja. Es gibt sowohl in Deutschland als auch in Österreich und natürlich in der Schweiz den Whisky zu kaufen. In der Schweiz ist es in ziemlich vielen Einzelhandelsläden drin. Zum Beispiel auch unserer gruppeneigenen Ladenkette Vination, die ein tolles Angebot an Wein und Spirituosen haben und auch gewissen Delikatessen. In Deutschland ist es vor allem im Internethandel zu haben bei unserem eigenen Vertreter, dann bei whisky.de und bei kirschwhisky.de ist es zu haben. Und wir hoffen, dass wir jetzt auch langsam in mehr Einzelhandelsgeschäfte reinkommen. In Österreich gibt es eine eigene Firma in Graz, die Aristonet Handels GmbH, wo man das auch bekommen kann. Es wird von meiner Tochter geführt und sie ist sehr fix mit dem Versenden dieser Sachen. Sehr schön. Und jetzt vielleicht zum Abschluss lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft werfen, was wir an neuen Abfüllungen von Seven Seals erwarten dürfen. Da habe ich gehört, da gibt es was mit Sternzeichen. Vielleicht können Sie uns da auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Ja, gerne. Wir haben jetzt Whiskys, die sind mit einem anderen Holz gemacht. Die schmecken älter, sie sind stoffreicher, weniger schlank, massiver. Das haben die Konsumenten so gefordert. Und es sind die ersten beiden sind auf dem Markt. Das ist Age of the Scorpio. Kannst du den mal zeigen, Olli? Natürlich, ich kann gerne da was dazu sagen. Also grundsätzlich hier haben wir eine Zodiac Line gemacht. Warum? Genau wie Dolph gesagt hat, geht es um Sternzeichen. Sinn und Zweck ist eigentlich auch hier zu zeigen, alles, was wir machen können. Warum? Weil wir, wie die Sternzeichen ja charakteristische Eigenschaften dem Menschen zuordnen, wir diese eben auch den Whiskys zuordnen. Und dementsprechend halt eine wunderschöne große Vielfalt von verschiedenen Whiskys produzieren können, was im Grunde auch dann zusätzlich dem Sternzeichen zugeordnet ist. Der Scorpio, den wir hier gezeigt haben, da geht es ein wenig willensstark, zielstrebig, wie der Skorpion halt ist. Und so haben wir das eigentlich auch beim Whisky dann ein wenig eingebaut, komplex, ausgewogen, viel Frucht, Nüsse, Holz, Vanille, aber eigentlich ganz, ganz klar strukturiert. Beim zweiten, entschuldige, Dolph, wenn ich davor bresche, mit dem Aquarius, der ist, wir nennen den eine Art einen sanften Riesen. Das Spezielle an dem ist eigentlich, dass der nicht einen Torfrauch raucht, sondern einen Lagerfeuerrauchgeschmack hat, was man so, glaube ich, nirgendwo anders findet.
und am Anfang gar nicht so mitbekommt und der ganz langsam dann reinkommt und sehr lange anhält. Also so probieren wir das zuzuordnen, und das sind schon neue, eigentlich sind auf dem Weg oder in Produktion und werden in den nächsten Monaten auf den Markt gebracht werden. Darf ich noch mal was sagen? Hier, das ist also der Age of Aquarius. Von dem schreibt Dom Roscoe in einer Besprechung: It has a sweet peat finish to die for. Und das ist ein Kompliment, das ich mir gerne anziehe dabei. Wir haben dann weitere Dinge vorgesehen. Pünktlich zum Sternbild des Stiers kommt unser Taurus. Der Taurus ist ein rauchiger Whisky und der hat ein Double Port Finish. Da ist in beiden Finish-Runden das Holz mit Portwein, und zwar einem Tawny Port, vorher bearbeitet. Und es sind zwei verschiedene amerikanische Hölzer, die beide eben mit Tawny Port imprägniert sind. Und das ist unsere Portweinbombe. Wir haben noch eine weitere Bombe, und zwar die Sherry-Bombe. Die kommt dann zum Sternbild des Löwen raus. Das ist The Age of Leo. Das ist auch ein Double Finish, und zwar eben mit nur amerikanischem Holz. Das eine, aber beide behandelt mit einem Pedro Ximénez Sherry. Und wir werden auch irgendwann noch mal einen rausbringen, ebenfalls ein Double Sherry. Da ist dieser Sherry aber Oloroso, was den Charakter des Whiskys ganz enorm verändert. Und der ist auch sehr fein. Eigentlich sollte der schon Arthur Nägele zu Ehren, der im Sternbild der Fische geboren ist, dieses Jahr unter Fische rauskommen. Es waren zu viele auf einmal. Aber den haben wir dann noch für die Zukunft. Also das wird dann das Sternbild, The Age of the Pisces wird das werden. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses interessante und informative Gespräch bei allen Teilnehmern und wünsche dem ganzen Team von Seven Seals viel Erfolg mit dem Produkt. Bin mir sicher, dass wir das in Zukunft immer wieder sehen werden und immer wieder auch in den Nachrichten haben werden. Dankeschön für die Zeit, und einen schönen Tag wünsche ich noch an alle Teilnehmer.